Nach 5 Nächten in Amal ziehen wir weiter. Wir ziehen weiter an die Westküste Schwedens. Da gibt es einen wunderschönen Schärengarten. Und da wollen wir uns dann weiter umsehen. Mehr nach dem Intro. Ja, das war jetzt ein Stück Arbeit. Wir sind ja von Amal aus Richtung Westen gefahren, Richtung Strömstad, in der Hoffnung, an der Küste entlang einen Campingplatz zu finden. Wir haben 7 oder 8 Stück abgeklappert, alle ausgebucht. Keine Chance. Jetzt haben wir hier durch Zufall einen ganz, ganz kleinen Platz erwischt. Der ist recht nett und für eine Nacht soll es so sein. Eigentlich wollten wir 4 Nächte bleiben, wollten unser Basislager irgendwo an der Küste aufschlagen, aber das wird wohl nichts. Wir haben jetzt entschieden, dass wir morgen früh dann etwas mehr ins Landesinnere wieder fahren, von der Küste weg. Wir rechnen uns da bessere Chancen aus. Und jetzt sind wir den ganzen Tag gefahren, ich habe mein Tagwerk erledigt und jetzt gibt es für mich ein Eifelgold. Skoll. So, das war zwar ganz nett hier in Hallinden. Endlich ausreichend duschen, endlich ausreichend Toiletten, aber bei dem kleinen Platz. Okay, wir versuchen es wieder. Wir machen den zweiten Anlauf und versuchen, einen Campingplatz am Meer zu ergattern. Wir wollen es ein paar Mal probieren. Wenn es denn nichts wird, tritt Plan B in Kraft. Dann fahren wir ein bisschen ins Inland, in der Hoffnung, dass da nicht alle Plätze belegt sind, denn die meisten Leute wollen ja doch ans Wasser. Was uns da gelingt, ihr werdet es als Erste erfahren. Entlang der E6 ziehen wir nach Süden und finden die imposante Uddevallabron. Unterwegs telefonieren wir mit mehreren Campingplätzen. Und der Zufall will es, dass wir einen so lauschigen Platz finden. Oh, es ist genau das eingetroffen, was wir heute Morgen vermutet haben. Wir haben an der See keinen Platz bekommen, alles ausgebucht. Wir haben etliche Plätze angerufen. Wir sind also ins Land gefahren. Wir sind jetzt ca. 80 Kilometer von der Küste weg. Wir stehen an einem See namens Bolmen. Diese Parzelle hier, die wir jetzt belegen, haben wir nur für eine Nacht, weil wir hier keinen Strom haben. Warum auch immer, rundum alle anderen haben Strom. Morgen wechseln wir die Parzelle, wir ziehen darüber, wir kriegen dann Strom. Und was sich hier weiter tut, werden wir sehen. Und nachher nehme ich euch mit zu einem kleinen Spaziergang runter an den See. Ein Saunafass kann man mieten.
An kühlen Tagen sicher schön. Uns ist es heute warm genug. Und als wir am neuen Tag umgezogen sind, hat uns das Wetter wieder eingeholt. Also gibt es einen Waschtag. Hier hat es wohl vor nicht allzu langer Zeit noch geregnet. Genau wie bei unserem Campingplatz. Seit gestern Abend hat es genieselt. Bis heute zum späten Vormittag. Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben. Das schlechte Wetter zieht scheinbar mit uns mit. Zum Glück ist es nicht mehr ganz so kalt. Wir haben es nur noch nass. Drum sitzen wir mal wieder im Auto. Wir fahren zum Meer. Wir haben nämlich keine Lust, wieder den ganzen lieben langen Tag im Wohnwagen zu hocken. Wir wollen einfach mal raus ans Meer und vielleicht haben wir ja Glück. Und es ist dort ein bisschen windiger und vertreibt die Regenwolken. Und so gelangen wir nach Halmstadt. Diese Stadt liegt in der schwedischen Provinz Hallands län. Sie liegt auf halbem Weg zwischen Malmö und Göteborg. Wir wandern entlang des Strandes, der nicht wirklich zum Baden einlädt. Da ist sicherlich Luft nach oben. Austernfischer sind rund um die Ostsee anzutreffen. Rückwärtig in den Dünen entwickelt sich eine Heidelandschaft. Sogar Wacholder wächst hier. Wir wollen aber noch ein bisschen von der Stadt sehen. Prägnant steht Halmstad Slott in der Altstadt von Halmstad. Direkt am Ufer des Flusses Nissan. Der Bau von Schloss Halmstad begann 1595 unter der Leitung des Flamen Hans van Steenwinkel. Das Schloss besteht aus 4 großen Gebäudeflügeln im Rechteck um einen geschlossenen Schlosshof. Besonders der schlanke, hohe Turm des Schlosses mit der aufwendig gestalteten Turmspitze erinnert an den speziellen Baustil der nordischen Renaissance. Wir gelangen an den Stora Torget, den Hauptplatz. Heute war Markttag, ist aber schon vorbei. Einzig internationale Fressbuden sind noch geöffnet. Ausgerechnet die Deutsche mit Thüringer Bratwurst hat kein funktionierendes Kartenlesegerät. Und wir kein Bargeld. Schade, wir hatten uns schon gefreut. Die Schweden sind Minigolf verrückt. Überall finden sich Bahnen. Also zurück zur Basis. Ihr seht, ich habe die Montur wieder an.
Das heißt, es geht auch gleich wieder los. Wir haben unsere Tourenbeauftragte gebeten, uns eine Strecke auszuarbeiten. Ich blende sie hier mal ein. Östlich von unserem Standort geht es hin, ca. 150 Kilometer. Und was ihr da an Streckenführung eingefallen ist, ihr werdet es als Erste erfahren. Wir cruisen durch die Gegend und staunen nicht schlecht, als wir Kraniche sehen. Ganz vorsichtig steigen wir vom Motorrad und bewegen uns ganz, ganz langsam. Und die scheuen Vögel tun uns den Gefallen, nicht zu fliehen. Ich muss Schweden um Abbitte ersuchen. Ich habe vor einigen Episoden erzählt, Schweden sei kein Motorradland. Und doch finden sich im Hinterland, wenn man die Fernverkehrsstraßen verlässt, wunderschöne Strecken. Zwar geht es nicht toll bergauf, bergab, aber über sanft geschwungene Straßen touren wir durch Schwedens Landschaften. Und wenn ich nicht so eine tolle App hätte, hätten wir die auch nicht gefunden. Kalimoto sucht nach kurvenreichen Straßen. Die hätten wir nur mit Karten nicht gefunden. Oder mit Generalkarten. Irgendwo finden wir einen gepflegten Bootsclub mit angrenzendem Parkplatz und einer Badestelle. Wir rollen weiter durch malerische Dörfer und einfach schöne Landstriche. Unterwegs meinen wir, in Bullaby zu sein. So einfach schön. Oder wir meinen, durch Kulissen zu einem Schweden-Werbefilm zu fahren. Aber nein, Schweden ist einfach so. Thank you.
Bald kommen wir zurück zu unserem Ausgangspunkt. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.